Fironico ist das universelle Unterputzeinbausystem für alle Unterputzmischer für die Wandmontage von Firitalia. Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Schritte zu befolgen, um eine ordnungsgemäße Montage des Systems zu gewährleisten. Öffnen Sie die Verpackung, die das universelle UP-Einbausystem Fironico, Montageplatte, Wasserwaage, PE-Dichtung, Abstandhalter und 6-Kant-Schlüssel Nummer 10 enthält. Mit Fironico können Sie zwischen verschiedenen Konfigurationen wählen. Vergewissern Sie sich vor der Montagevorbereitung, dass die Ausrichtung der gewünschten Konfiguration entspricht. Ein Ausgang, 2-3-4 Ausgänge oder vorderer Ausgang. Wenn Sie die Ausrichtung von Fironico festgelegt haben, markieren Sie die entsprechend der gewünschten Konfiguration gewählten Wasserausgänge auf der Schutzabdeckung. Fironico bietet maximale Entscheidungsfreiheit bei Zweiweg- oder Dreiweg-Konfigurationen, da Sie die Ausgänge selbst auswählen. In diesem Beispiel gehen wir von einer Duschkonfiguration mit 2 Wasserausgängen aus, einem für die Kopfbrause und einem für die Handbrause. Wie Sie auf den Abbildungen erkennen können, sollten Sie auf der Schutzabdeckung die beiden Ausgänge markieren, die Sie verwenden möchten. Sie können jetzt die Schutzkappen von den beiden Wassereingängen entfernen. Verschrauben Sie dann die Verbindungsstücke der Hydraulikleitung mit den Wassereingängen und verwenden Sie dabei allgemein gebräuchliches Dichtungsmaterial. Schrauben Sie mit dem mitgelieferten Schlüssel nur die Verschlussstopfen für die Ausgänge ab, die Sie zuvor auf der Schutzabdeckung markiert haben. Verschrauben Sie anschließend die Verbindungsstücke mit den ausgewählten Ausgängen und verwenden Sie dabei Dichtungsmaterial. Positionieren Sie die Montageplatte an der Wand an der Stelle, an der Sie Fironico montieren möchten, und prüfen Sie mit Hilfe der mitgelieferten Wasserwaage die waagerechte Ausrichtung. Verwenden Sie die Montageplatte zudem dazu, die 4 Punkte zu markieren, an denen Sie Löcher in die Wand bohren müssen, und setzen Sie anschließend die 4 Gewindestangen M8 ein. Setzen Sie jetzt das UP-Einbausystem Fironico auf die 4 Gewindestangen und stellen Sie mit Hilfe der Muttern die Tiefe ein, so wie es auf den Abbildungen zu sehen ist. Die Einbautiefe muss am Ende zwischen der unteren und der oberen Grenze des Optimalwerts liegen. Wenn durch die Dicke des Beschichtungsmaterials der Optimalwert überschritten wird, müssen Sie eine Verlängerung kaufen. Nehmen Sie das UP-Einbausystem Fironico von den Gewindestangen herunter und positionieren Sie an der Stelle die Montageplatte. Fügen Sie dann die Wasserwaage in den seitlichen Rahmen der Montageplatte ein und prüfen Sie, ob diese gerade ist. Ist sie nicht gerade, drehen Sie die Muttern der Gewindestangen so lange, bis die Ausrichtung präzise ist. Entfernen Sie die Montageplatte und positionieren Sie erneut das UP-Einbausystem Fironico. Befestigen Sie es mit den entsprechenden Haltemuttern und fahren Sie dann mit den Hydraulikanschlüssen fort. Lassen Sie das Wasser laufen, um mögliche Verunreinigungen in der Anlage zu entfernen. Verstopfen Sie dann die Ausgänge und erzeugen Sie einen Druck von 3 Bar, um zu prüfen, ob die Anschlüsse dicht sind. Als nächstes positionieren Sie das Bauwandpanel. Verwenden Sie die Montageplatte für das Anzeichnen und bohren Sie dann. Positionieren Sie das Bauwandpanel an der Wand, tragen Sie Dichtungsmaterial auf und bringen Sie dann die Dichtmanschette und zum Schluss die äußere Verkleidung an.
Auch andere Installationen von Fironico sind problemlos möglich. Die Verpackung des Fertigmontagesets enthält den Mischadapter, den Zweiweg-Umstelladapter, eine Abdeckplatte, einen Thermostatgriff aus drei Elementen, Hebel zum Öffnen und Schließen, Lockierring, Temperaturregler, einen Umstellgriff und einen passenden Imbusschlüssel. Montieren Sie jetzt die Armatur. Entfernen Sie als erstes die Schutzabdeckung. Heben Sie diese jedoch bis zum Abschluss der Montage auf. Schneiden Sie mit einem geeigneten Werkzeug den Teil des Gehäuses von Fironico ab, der aus der Wand herausragt, und versiegeln Sie den Zwischenraum zwischen Gehäuse und Wand mit Silikon. Schrauben Sie die Schutzkappe auf den Eingängen für Warm- und Kaltwasser vom UP-Einbausystem Fironico ab. Auf dem nicht abgedeckten Teil sind drei Löcher vorhanden. Nehmen Sie den Mischadapter zur Hand und entfernen Sie den Papierschutz. Finden Sie, wie auf der Abbildung zu sehen, den Halbkreis im Profil auf und fügen Sie den Adapter mit dem Halbkreis nach oben in das UP-Einbausystem ein. Beachten Sie dabei die Führungen im Inneren des Gehäuses. Ziehen Sie die Schrauben sorgfältig fest und prüfen Sie, ob die Kartusche geschlossen ist. Überprüfen Sie dann, ob alles dicht ist, indem Sie das Wasser aufdrehen. Wiederholen Sie den Vorgang und entfernen Sie die Schutzkappe an den Wasserausgängen vom UP-Einbausystem Fironico. Auf dem nicht abgedeckten Teil sind fünf Löcher vorhanden. Nehmen Sie den Zweiweg-Umstelladapter zur Hand und finden Sie den Halbkreis im Profil auf. Entfernen Sie den Papierschutz und drehen Sie den Umstelladapter entsprechend der gewählten Konfiguration, so wie es auf den Abbildungen zu sehen ist. In unserem Beispiel orientieren wir uns an der hier gewählten Konfiguration. Fügen Sie den Umstelladapter mit dem Halbkreis rechts in das UP-Einbausystem ein. Beachten Sie dabei die Führungen im Inneren des Gehäuses. Ziehen Sie, wie bereits beim Mischadapter, die Schrauben sorgfältig fest und prüfen Sie, ob die Kartusche geschlossen ist. Überprüfen Sie dann erneut, ob alles dicht ist, indem Sie das Wasser aufdrehen. Jetzt können Sie die Abdeckplatte positionieren und sie zur Wand schieben. Positionieren Sie den Hebel zum Öffnen und Schließen mit nach rechts gerichtetem Griff. Montieren Sie den nach oben ausgerichteten Blockierring. Positionieren Sie den Temperaturregler mit nach oben gerichtetem Knopf und ziehen Sie die Sicherungsschraube mit dem entsprechenden Imbusschlüssel an. Prüfen Sie nun, ob Sie alles ordnungsgemäß montiert haben, indem Sie das Wasser aufdrehen.
Sie haben die Montage ordnungsgemäß abgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass das innovative universelle UP-Einbausystem Fironico ein patentiertes und zertifiziertes Produkt ist, für das Firitalia das alleinige Verkaufsrecht hat.